Das Zuckerrohr hat auch hier, wie überall in der Karibik, Landschaft und Geschichte geprägt. Grande-Terre und die Nachbarinsel Marie-Galante waren wegen des flachen Geländes besonders geeignet für Anbau und Ernte. 1835 arbeiteten hier 36.000 Sklaven in 620 Zuckerfabriken. Davon sind noch 3 übrig. Der kräftige Wind vom Atlantik wird nicht mehr von diesen alten Mühlen genutzt. Es entstehen aber neue Windparks. La Mahaudière, die malerischen Ruinen einer alten Sucrerie im Nirgendwo. Inzwischen wenigstens vom Unkraut befreit und vor dem Totalverfall gerettet. Die rostigen Überreste bieten reichlich Motive für Fotografen. Dort entdecken wir auch dieses nicht sehr ansprechende Schild. Es führt aber zu einer Oase in der heißen, trockenen Gegend. Das Château de Feuille, ein Restaurant mit Pool und ein paar Gästezimmern. Am Wochenende ist alles ausgebucht, von Einheimischen und Urlaubern, die sich auskennen. Natürlich wird hier, wie überall auf der Insel, französischer Wein getrunken. In der offenen Küche arbeitet Jean-Pierre Dubost. Der Franzose hat sein Metier in Paris in den besten Häusern gelernt. Vor 30 Jahren kam er mit seiner Frau nach Guadeloupe und blieb. Hier gelang ihm ein kulinarisches Kunststück. Die Verbindung einheimischer Produkte mit der Raffinesse der französischen Küche. Schwertfisch, Tasar, die Riesenmuschel Lambi, Hai und dazu die Kartoffeln der Antillen. Kochbanane, Inyam, Christophine und Malonga. Kombiniert mit köstlichen Soßen und dekoriert mit Hibiskus, der das ganze Jahr über üppig blüht. Die Gäste sind begeistert. Bon appétit.